Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Eine neue Woche beginnt. Und die Woche beginnt bei uns immer mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Unter anderem würde ich auch noch gerne mit euch sprechen über die neue Sendung von Thomas Gottschalk. Heute war Premiere. Wer von euch hat es gesehen und wie hat es euch gefallen? Glaubt ihr, dass diese Sendung ein großer Erfolg für Thomas Gottschalk wird oder habt ihr etwas zu kritisieren? Also auch dazu die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin ist Bella. Bella ist 23. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Bella. Über was und reden wir? Und zwar rufe ich dich an, weil ich gerne deine Meinung und deinen Rat hören wollen würde. Mein Freund hat nach 4 Jahren mit mir Schluss gemacht vor 2 Tagen. Ja. Und ich habe viele Fehler gemacht und möchte ihn gern zurückhaben. Weswegen hat er Schluss gemacht? Was war seine Begründung? Also, man muss dazu wissen, er ist jetzt in der Endphase seines Studiums und muss halt extrem viel lernen. Mhm. Und ich bin schon ein schwieriger Mensch und das war die ganze Beziehung über richtig schwierig. Und das ging halt auch an seine Psyche, meine Probleme. Und vor 6 Monaten hatten wir eine Pause beschlossen. Mhm. Damit er sich halt auch richtig fokussieren kann. Und in der Zeit habe ich halt richtig aufgedreht, muss man so sagen. Also ich war richtig viel unterwegs, habe viel getrunken, um diesen Schmerz irgendwie zu übertünchen und habe ihn in der Zeit halt auch immer nachts angerufen und terrorisiert. Und jetzt hat er halt vor 2 Tagen die Reißleine gezogen und meinte, dass er nicht weiß, was zwischen uns ist, dass er nicht mal mehr weiß, ob er Gefühle hat. Ja, also diese Pause, die er da vereinbart hatte, das war nur so eine vorübergehende Sache. So war es geplant. Ja, eigentlich schon, muss man schon aber sagen. Aber das ist dir schon sehr an die Substanz gegangen. Genau, weil ich halt stark für ihn sein wollte, weil ich wusste, was ich für Fehler gemacht habe und er soll das alles ganz gut durchziehen. Aber nochmal gefragt, so eine Pause, die zu der entscheidet man sich auch nicht einfach mal so. Ja. Was hat ihn denn genervt an dir? Mich hat genervt, dass er halt durch diese Zeit keine Aufmerksamkeit mehr mir geben konnte, also weil er so beschäftigt war und ich habe sie mir halt woanders gesucht und sein Vertrauen damit immer und immer wieder missbraucht. Heißt, hast du bist fremdgegangen? Nein, nicht sexuell, aber ich habe geflirtet. Ja. Genau. Und das hat ihm nicht so gefallen? Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist natürlich ein bisschen inkonsequent. Einerseits kann man ja verstehen, dass er lernen will, aber dann müsste er dir ja auch ein bisschen mehr Freiheit lassen, dass du ein bisschen Spaß hast. Ja. Oder hast du es so gezielt gemacht, um ihn zu ärgern? Nee, ich würde nicht sagen, dass es gezielt war. Vielleicht vom Unterbewusstsein, aber es war für mich auch irgendwie, mich abzulenken. Mhm. Und es ging halt in die falsche Richtung. Aber also ich habe halt wirklich sehr viel getrunken in der Zeit und nicht mehr auf mich selber geachtet. Und eigentlich muss man in der Zeit ja stark sein für beide, aber ich konnte es halt irgendwie auch nicht. Was für ein Studium beendet er? Jurastudium. Ja, das ist natürlich ziemlich hart am Ende. Ja. Ja. Wie oft habt ihr euch denn dann maximal noch gesehen? In dieser Trennungsphase, also dieser Pause? Nee, vorher so, als es so schon ziemlich heftig zuging bei ihm im Studium. Schon, also 2 bis 3 Mal die Woche. Das ist ja noch recht viel. Genau. Und dann ging es halt los mit dieser Examsvorbereitung und dann war es 1 mal die Woche, dann wurde es 1 mal in 2 Wochen. Ach so, das meinte ich jetzt, ja. Genau. Mhm. Immer weniger eigentlich und immer weniger Kontakt und von mir, ich habe mich dann halt auch abgeschottet und man hat noch gemerkt, dass er sich halt interessiert hat, wo bist du, was machst du, mit wem bist du unterwegs und ich war halt total egoistisch. Hättest du natürlich sagen können, okay, das ist eine harte Zeit für ihn, ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe und ich mache so mein Ding, aber mache auch keine besonderen Sachen. Ja. Das gehört ja eigentlich zu einer guten Beziehung dazu, dass man auch in solchen Zeiten dann halt auch zu dem Partner steht. Eben. Und in dem Fall wäre es gewesen, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Ja, und ich habe die Fehler gemacht und jetzt will er halt nicht mehr. Und ja, und du bist
sogar in der letzten Zeit ihm nachts durch Telefonate und so sehr auf den Wecker gegangen. Sehr schlimm, ja. Wenn ich es jetzt mit Abstand also betrachte, ich würde es auch nicht toll finden. Und das schreckt einen ja noch immer mehr ab. Ja, natürlich. Was hast du denn da angerufen? Was hast du gesagt zu ihm? Ja, also ich war halt feiern und war total betrunken. Ach so, im besoffenen Zustand. Genau, das meinte ich ja. Ich habe halt richtig viel getrunken und dann kommen halt diese Gefühle noch mehr raus, die du eigentlich immer so verdrängst. Mhm. Ja, und das ist natürlich krass. Der ist im Lernen oder ist gerade vielleicht ins Bett gegangen. Genau. Und wird wach, geweckt von dir und du bist besoffen in der Strippe und jammerst ihm die Ohren voll. Richtig egoistisch und total naiv und kindisch. Mhm. Ja, ich merke es jetzt auch. Und eigentlich ist das Beste für ihn, dass er sagt, ich will einen Cut, damit ich mich konzentrieren kann, weil du mir nicht gut tust. Ich weiß es auch. Jetzt hat er vor 2 Tagen definitiv Schluss gemacht, hat er es so ausgedrückt? Genau, hat er gesagt, jetzt nichts mehr. Ein totaler Cut. Und wir können uns ja wiedersehen, wenn er sein Examen geschrieben hat und ich mein Abitur bestanden habe. Wie lange dauert das noch, bis er sein Examen fertig hat? Also wahrscheinlich werden wir zur gleichen Zeit fertig, 2013. Er hat jetzt den Freischuss und... Das ist ja noch lange hin. Ja. Das ist noch lange hin. Das heißt, ein ganzes langes Jahr liegt da vor dir, euch. Ja. Glaubst du ihm das, dass er das will? Oder ist das so ein Spruch, um dich ein bisschen zu besänftigen? Ich kenne ihn eigentlich richtig gut und ich kann es das erste Mal überhaupt nicht einschätzen. Und ich weiß nicht, wie verhalte ich mich dann richtig? Was soll ich denn jetzt machen? Weil ich, es war immer so, es war klar, ich bin halt noch ziemlich jung, aber trotzdem war es immer so, es ist der Mann, den ich heiraten will. Und ich war mit seiner Familie, ist wie meine Familie, bei mir ist es genau anders und mit ihm auch so. Wie alt ist er? 26. Du bist 23? Ja. Kein großer Unterschied? Ja. Nö. Bella. Jetzt hast du Angst, dass dir die Fälle wegschwimmen, ne? Ja, also ich bin halt so ein... Ich liebe die Liebe und ich sag mir, wenn man sich liebt, kann man alles schaffen. Aber ich habe halt richtig viel falsch gemacht. Das glaube ich auch. Also ich ahne das. Ich glaube, dass, wie du es jetzt beschrieben hast, auch, dass du dem tierisch auf den Geist gegangen bist. Ja. Du hast dein Leben nicht respektiert, was er im Moment führt. Ja. Wenn du gesagt hättest, okay, du hast eine harte Zeit, wir sehen uns vielleicht nur einmal am Wochenende oder alle 2 Wochen, dann wäre es wahrscheinlich gut gegangen. Mhm. Aber du rufst ihn besoffen an und laberst ihm die Ohren voll. Mhm. Und es war halt auch teilweise so, dass ich dann irgendwie... zum Beispiel aus dem Club rausgegangen bin und nicht wusste, wie ich nach Hause komme, weil ich halt so benebelt war und dann ist er halt trotzdem die letzten Wochen immer gekommen und hat mich irgendwo eingesackt und mich nach Hause gebracht. Ach, das auch noch. Das heißt, er war richtig rausgerissen aus seinem Leben. Wenn er vielleicht pennen hätte müssen, dann musste er fahren für dich. Ja. Hast du dich denn an den nächsten Tagen dann entschuldigt wenigstens? Total. Ja. Aber irgendwann wirkt auch so eine Entschuldigung nicht, wenn das immer wieder vorkommt. Genau. Wie war denn dieses Gespräch vor 2 Tagen? War das aggressiv von seiner Seite aus? Nein, gar nicht. Also wir haben auch nicht so wir reden nicht so miteinander, aber das fing halt an, dass er, wie ich es mitbekommen habe, ziemlich viel auch selber unterwegs war in der letzten Zeit, was halt gegen das sprach, was er gesagt hat, dass er lernen muss. Mhm. Und da war ich halt ein bisschen wütend und habe ihm das halt auch so gesagt. Und dann hat er sich natürlich auch wieder unter Druck gesetzt gefühlt, was will sie denn jetzt von mir sozusagen. Mhm. Und dann hat er mir geschrieben, erstmal eine SMS, dass er das alles nicht kann gerade und dass wir gerne nochmal darüber reden können, aber dass es für ihn eigentlich jetzt sozusagen vorbei ist. Und haben wir telefoniert und beide geweint irgendwie. Und am Anfang meinte er, er hat gar keine Gefühle mehr, nur noch so, also wie beste Freunde, du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, irgendwann, er will es definitiv gar nicht mehr, hat er gesagt. Genau, und zum Ende des Gespräches meinte er, dass er denkt, dass da schon noch was ist, aber wenn wir jetzt so weitermachen wie gerade, dann wird alles kaputt gemacht und das geht nicht. Vielleicht bist du ihm vorher in diesen 4 Jahren auch öfters mal zu sehr auf die Nerven gegangen. Ja, natürlich. Vielleicht bist du zu klammerig. Nein, nicht unbedingt klammerig, aber ich war einfach schwierig. Es ist halt wirklich ein toller Mann und es ist ein sehr bodenständiger, gefestigter Mann und ich bin war depressiv und da musste er mir auch helfen und er war immer so der Helfer. Ne? Auf jeden Fall bist du ihm die letzte Zeit auf die Nerven gegangen. Ja, das auf jeden Fall. So, was macht man dagegen? Ja. Man geht demjenigen überhaupt nicht mehr auf die Nerven. Ja. Dazu muss man natürlich sehr stark sein. Ja. Und wenn er das so gesagt hat, wie du gerade gesagt hast, dass da noch ein bisschen was ist bei ihm und wenn ihr jetzt so weitermacht, ist es ganz kaputt. Mhm. Könnte darin eine Hoffnung leben in diesem Satz?
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich das falsch interpretiere. Ja, ja, klar. Es kann auch sein, dass es einfach so dahingequatscht war. Kann auch sein. In der Emotion kann das so dahingesprochen sein. Und es kann auch... wie auch immer, Bella. Ja. Wie auch immer. Was du auch erwartest oder hoffst, entweder, dass er zurückkommt oder du erwartest, dass das wirklich ganz vorbei ist. Du bist verurteilt dazu, nichts zu tun. Okay. Nichts, gar nichts. Okay. Sollte er zu dir zurückkommen wollen, stehst du sehr gut da, wenn du dich jetzt souverän zurückhältst, das findet er gut. Okay. Sollte er nicht zu dir zurückkommen wollen, hast du Vincent dein Gesicht gewahrt und bist nicht nochmal jetzt hinterher gegangen und hast nochmal gezappelt. Ja. Also du musst nichts, du musst es aushalten. Okay, und im Falle dessen, dass er sich meldet, also was er irgendwie die nächsten Wochen machen wollte, wegen noch dem restlichen Kram, wie verhalte ich mich da, wenn ich ihn sehe? Freundlich. Ich würde mich freundlich, distanziert verhalten. Also überhaupt nichts zu dem Thema und auch Nein. nicht zeigen, dass da was ist, sondern einfach... Der weiß, was du willst, das weiß der. Sei freundlich, distanziert, aber freundlich, aber distanziert. Beides gleichermaßen. Okay. Das ist so die theoretische Überlegung. Die Frage ist immer, wie gut man es dann hinbekommt. Aber nimm es dir einfach mal vor. Ja, das Ding ist halt, es gibt nur diese eine Chance. Ja, deswegen genau. wollte ich so eine Meinung hören und daran werde ich mich jetzt einfach halten, weil es wahrscheinlich nur diesen einen Weg gibt. Mhm. Und alles andere ist dann halt nicht möglich. Also, ja, glaube ich auch. Okay. Ah, dann wünsche ich dir viel Kraft, dass du das schaffst, das durchzuhalten. Ja, ich danke dir und deinem Team sehr, dass ihr mir gerade geholfen habt. Und gibt mir viel Kraft. Ja, und noch ein Tipp. Ja. Das sage ich mir auch immer, wenn ich in Situationen war, wo ich Scheiße gebaut habe, wo ich mich hinterher über mich sehr ärgere, dass man, wenn das schon passiert ist, das kann man ja nicht rückgängig machen, dass man aber auf jeden Fall daraus lernt für die Zukunft, dass man sowas nicht wieder macht. Das ist die einzige Chance, die Fehlern innewohnt, dass man eben für die Zukunft da Konsequenzen rausziehen kann. Das habe ich ihm halt bei diesem endgültigen Gespräch auch gesagt, dass ich ihm verspreche, dass die Sachen, die ich falsch gemacht habe, dass ich sie in nächster Zeit und auch für die Zukunft nicht mehr begehen werde. Ich werde nicht mehr trinken und der wird auch keine Anrufe mehr kriegen. Worte reichen nicht aus. Genau. Du musst es mit Taten beweisen. Auf jeden Fall. So ist es. Liebe Vielen Bella. Dank. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Euch auch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Kerstin 28. Guten Morgen, Kerstin. Ja, guten Morgen, Domian. Kerstin, über was reden wir? Ja, ich rufe an wegen der Anruferin von Freitag, wegen der Neuapostolischen Kirche. Wegen der Neuapostolischen Kirche. Genau. Genau, da war eine Anruferin, die sich von dieser Kirche losgesagt hat und nicht gut zu sprechen war auf die Kirche. Und der Sekte im Prinzip oder ihr beide bezeichnet hattet. Ja. Weil mit der Sekte ist ja immer so Sache, wann fängt eine Sekte an und was ist eine Sekte? Lassen wir mal die Bezeichnung zur Seite. Auf jeden Fall war sie nicht gut darauf zu sprechen und hat so von ihrem Leben erzählt. Ja, und ich wollte mal so ein bisschen die andere Seite davon erzählen. Also ich selber bin auch neuapostolisch. Mhm. Ich bin auch da reingeboren. Mhm. Mein Stiefvater war auch Priester. Was sie so gesagt hat, das war früher wirklich tatsächlich so. Also das meiste... man sprach auch so ein bisschen, also jetzt im Nachhinein nennen wir es immer so ein bisschen Kinderdrill. Das war früher einfach sehr konservativ und sehr engstirnig. Mhm. Und ich musste auch zweimal sonntags in die Kirche, ich musste mittwochabends in die Kirche. Und es war schon ein gewisser Zwang dahinter, weil man ja minderjährig war, man musste halt das tun, was die Eltern einem sagen. Mhm. Und ja, mein Stiefvater war auch nicht gerade so der tollste Mensch und aber in der Kirche hat er halt immer so getan, als wäre er ganz fromm. Genau, das hat ja die Anruferin auch gesagt, dass das so eine Doppelmoral war, dass ihr Vater eben auch ein ziemlich harter Hund war und dann aber so als das fromme Lamm gespielt hat nach außen und in der Gemeinde. Richtig, und in der Gemeinde sehen die Menschen das dann ja nicht, wie der Mensch in Wirklichkeit ist und deswegen wird so einer dann Priester leider. Mhm. Es ist ja auch ein Ehrenamt. Priester dürfen bei den Neuapostolen ja auch heiraten und Kinder kriegen. Und Wir erklären es nochmal. Es ist eine evangelische Glaubensrichtung. Es ist also eine christliche Glaubensgemeinschaft, die staatlich anerkannt ist. Ja. Der einzige Unterschied im Prinzip zu den Evangelisten, nennt man das so, also zu den evangelischen Kirchen, ist, dass man sagt, man hat noch lebende Apostel. Also bei den neuapostolischen Kirchen gibt es halt die lebenden Apostel, die halt wie früher die ersten christlichen Gemeinden halt auch die Gemeinden heutzutage führen. Mhm.
Und ja, man glaubt im Prinzip das, was in der Bibel steht und ja, so halt als kurze Zusammenfassung. Ja, und du bist immer noch dabei? Nein, ich bin dann, weil halt als Kind wurde man halt immer dazu genötigt, in die Kirche zu gehen, weil die Eltern das eben wollten. Mhm. Und ich bin dann, sobald ich konfirmiert wurde, also Konfirmation mit 14, ab dann darf man selber entscheiden. Es gibt auch das Wort Konfirmation gibt es dort auch. Richtig, man hat Konfirmationsunterricht, man wird konfirmiert mit 14 und ab dann darf man eben selber entscheiden und ich bin dann direkt nicht mehr in die Kirche gegangen. Ich glaube, ich war noch ein paar Wochen und bin dann nicht mehr gegangen. Ich dachte jetzt, du wärst eine große Befürworterin und wolltest da einiges gerade rücken. Nee, also ja, schon, also in zweierlei Hinsicht. Also ich bin dann nicht mehr gegangen, ich wurde nicht verfolgt, weil ich nicht mehr in die Kirche gehe. Also verfolgt in dem Sinne, wurde kein Druck auf dich ausgeübt. Richtig, es wurde zwar mal gefragt, möchtest du nicht noch und so und was ist los, aber das war es dann auch. Was war denn genau, da ist man noch recht jung, so, wenn man konfirmiert wird, was war denn damals der Grund, deinen Eltern, die beide in dieser Kirche waren, zu sagen, was war der Grund, ich gehe da nicht mehr hin? Ja, die haben mich erst gar nicht großartig gefragt. Meine Mutter hat sich dann dem eigentlich ergeben, dass ich nicht mehr gehe. Ja, weil es einfach so ein Zwang immer dahinter stand. Man musste halt immer gehen, man konnte sich das nicht aussuchen, wenn man mal keine Lust hatte, keine Freizeit hatte und so weiter. Und das war halt damals auch, wie gesagt, viel mein Stiefvater. Ja. Und die Gemeinde an sich, es ist halt leider so, wie in jeder menschlichen Gemeinschaft gibt es nun mal immer menschliche schwarze Schafe. Was hat dir denn in dieser Gemeinde oder ja, am wenigsten gefallen, wenn du jetzt so zurückdenkst? Ja, einfach nur, dass man da immer hin musste. Die Freizeit war knapp, man hatte am Wochenende wirklich nur den Samstag, weil sonntags morgens Kirche, dann Mittagessen, dann Mittagsschlaf und dann Nachmittagskirche und dann war der Tag vorbei. Und ich kann mich auch gar nicht mehr, also wie gesagt, das ist ja jetzt 14 Jahre her, dass ich da in die Kirche war. Dann bin ich aber, was ich jetzt halt sagen wollte, dann bin ich vor ein paar Jahren dann nochmal in die Kirche gegangen, dann auch nicht mehr, wurde auch nicht wieder verfolgt. Und ja, und jetzt war ich aktuell vor anderthalb Jahren das erste Mal wieder in der Kirche und habe einen unglaublichen Wandel erlebt. Bei den Apostolen? Genau, also ich hatte einen Freund, der ging halt in die Kirche und deswegen bin ich dann auch mal wieder mitgegangen und ja, und da habe ich einen Wandel erlebt, das war so ein positiver Kulturschock. Mhm. Also ich komme da hin, ich bin zu einer Weihnachtsfeier gegangen und da wurde dann so eine Geschichte erzählt, wie der Engel auf die Christbaumspitze kam. Das war eine zweideutige Geschichte, von wegen der Weihnachtsmann hat dann dem Engel gesagt, nachdem er ihm auf den Geist gegangen ist, ja steckt ihr den Weihnachtsbaum sonst wohin und so kam der Engel auf die Christbaumspitze. Und sowas wurde dann, ne, solche Witze werden dann mittlerweile erzählt und es ist einfach viel lockerer und von wegen Homosexualität und Transsexualität. Es gibt mittlerweile eine Regenbogen-NAK, also das ist eine Gruppe in der Neuapostolischen Kirche von Homo-, Bi- und transsexuellen Christen in der Neuapostolischen Kirche. Und klar, ist nur die Frage, das kann es ja geben, ist nur die Frage, welchen Einfluss die haben und wie angesehen die sind. Natürlich gibt es, wie in jeder menschlichen Gemeinschaft, menschlichen Zusammenkunft, sage ich jetzt mal, natürlich Menschen, die querdenken. Und die das immer noch nicht akzeptieren, genau wie es aber auch viele andere Menschen, die nicht neuapostolisch sind, auch nicht akzeptieren, wenn jemand homosexuell ist. Aber mittlerweile, wie gesagt, die gehen in die Kirche, die werden nicht verfolgt. Hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Ich zum Beispiel habe ein unehrliches Kind, was bei meiner Mutter lebt und wurde deswegen auch noch nie irgendwie schief angemacht. Na gut, du bist ja auch nicht mehr dabei. Ja, aber ich war ja jetzt... ja, du warst einmal da. Nee, ich war nicht einmal da. Ich bin jetzt ein Jahr regelmäßig gegangen. Ach so. Gut, dann kannst du natürlich einen Einblick schon gewonnen haben. Ich bin ein Jahr regelmäßig gegangen. Ich habe die Leute da kennengelernt. Der Dortmunder Kreis ist ein sehr, sehr großer Glaubenskreis. Also da gibt es relativ viele Neuapostolische. Noch klar geht das zurück, wie alles andere auch. Aber ich habe da, wie gesagt, das erlebt, es ist alles so locker und so schön geworden. Ich habe da mitgemacht, ich habe mitgeschmückt zu Erntedankfesten und so weiter. Ja. Dann sammeln die Leute immer für die Tafel. Ja. Und ich gehe jetzt halt trotzdem nicht mehr, weil dieses Ganze einfach nichts für mich ist. Ja. Also, okay, dann haben wir jetzt mal die auch eine andere Seite, eine andere Sichtweise gehört. Das ist ja auch genau gewünscht in dieser Sendung. Die Anruferin am Freitag war sehr... voller Zorn und schlechter Erfahrungen und du relativierst das zumindest jetzt ein bisschen, sagst, es gibt auch anderes. Lass uns ganz einfach mal so stehen und das wäre auch der Sinn deines Anrufes. Ja, ganz genau. Das ist wie in jeder anderen Geschichte auch, dass es da einen Wandel gegeben hat und die Fortschritte macht. Hoffen wir das mal. Ja. Kerstin, danke für deinen Anruf. Ja, alles kann Gute. Kannst du noch ein Autogramm bekommen? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch ist ja Themennacht. Am Mittwoch haben wir ein positives, schönes Thema. Das Thema heißt Endlich glücklich. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die nach langer Zeit und vielen Anläufen endlich ihr Glück gefunden haben oder glücklich sind. Das kann ja bedeuten, endlich gesund
endlich reich, endlich getrennt, endlich die große Liebe gefunden, endlich guten Sex oder was auch immer. Weswegen man immer auch glücklich sein kann. Also wenn ihr jemand seid, der sagt, ich bin jetzt endlich glücklich, ich habe das geschafft, ich bin dahin gekommen, wo ich immer hinkommen wollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet am Mittwoch, entweder per Mail, domian@wdr.de, das könnt ihr natürlich ab sofort schon machen, und dann auch gerne anrufen am Mittwoch ab 0 Uhr. Thema am Mittwoch, endlich glücklich. Wer von euch ist glücklich nach vielleicht sehr langer und sehr anstrengender Zeit und vielen Anläufen jetzt am Ziel? Endlich glücklich. Thema am Mittwoch. So, Heidi ist hier. Heidi ist 69. Guten Morgen. Nein, hier ist Heide und ich bin 68. Ach du lieber Gott, nun habe ich auch alles falsch gemacht. Macht nichts. Aber hier steht auch Heide, das ist wirklich mein Fehler. Alles klar. Ja, ich freue mich, Domian, dich zu hören. Ich liebe deine Sendung und ich wollte zu Thomas Gottschalk anrufen. Ja. Ich bin sehr gespannt, du hast es gesehen. Ja, wir haben es gesehen, mein Mann und ich. Mein Mann ist 75. Ja. Und wir sind sonst NDR3-Gucker. Mhm. Rotes Sofa, eine sehr schöne informative Sendung. Sehr schöne Sendung, gucke ich auch gerne, ja. Stimmt auch, genau. Ihr seid ja WDR3 und wir sind NDR3-Gucker. Ja, die Sendung heißt doch das, ne? Genau, DAS. Genau. DAS, genau. Ja. Und die haben wir heute aufgezeichnet, weil wir eben Gottschalk gucken wollten, um auch up-to-date zu sein. Natürlich. Und wir fanden es total überflüssig, total daneben, total doof. Oh. Denn er fing an mit Heidi Klum und mit Ziel. Das haben wir den ganzen Tag schon gesehen, von morgens RTL um 6 Uhr bis nachmittags Brisant. Und dann ging das weiter, dann kam Bulli Herbig, das war ja wunderschön, ich liebe Bulli Herbig. Mhm. Und dann hat er über seinen Film Zettel gesprochen, das werden wir in jeder nächsten Talkshow sehen. Das wird, der Film wird uns ja nun laufend vorgestellt werden, war auch nichts Besonderes. Mhm. Und dann wurde andauernd unterbrochen mit Werbung und dann wurde unterbrochen mit Wetter. Mhm. Und Gottschalk war selber ganz erstaunt, dass mit einmal das Wetter gebracht wurde, obwohl Bulli Herbig gerade eine Anekdote erzählte. Mhm. Ja, ich fand es also, und es wurde ja angekündigt, dies war das Warm-up, jetzt kommt die Kür. Ja, morgen kommt Franz Beckenbauer. Ja. Wer noch? Wer war noch? Ja, hat noch eine angekündigt, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt auch vergessen, ich meine, es war morgen sogar... Er hat zwei Sachen angekündigt. Genau, also ganz genau, ja. Leute angekündigt. Nun muss man ja hinzusagen, er muss sich ja erstmal warm laufen in diese Sendung. Naja, also der hat sich ja nun sein Leben lang warm gelaufen. Ich weiß nicht, was hier noch warm zu laufen ist. Was ich wirklich nicht verstehe von den Kollegen ist, dass er kein Publikum hat. Thomas Gottschalk braucht Publikum. Mhm. Finde ich, weil er toll mit Publikum umgehen kann und auch auf Reaktionen einsteigen kann vom Publikum. Mhm. Ich war heute ganz gespannt, als er anfing zu erzählen von Heidi Klum. Die kennen sich ja, befreundet und so weiter. Genau, ich dachte, weißt du, was ich dachte? Jetzt geht die Tür auf und Heidi Klum kommt rein. Das wäre spektakulär gewesen. Das wäre geil gewesen. Ja, aber ist natürlich klar, dass die wahrscheinlich jetzt gar nichts sagen wollen zu ihrer Ehe und dass man da niemanden findet. Ja, aber ich merke schon, Domian, dass du so ein bisschen auf der Seite von Gottschalk. Naja, sagen wir mal so, ich mag ihn natürlich sehr gerne und finde das einen tollen Moderator und großer Entertainer und denke, da ist noch einiges zu machen. Die müssen ein bisschen mehr Pep in die Sendung bringen, das stimmt schon. Ja, aber ist die Sendung überhaupt notwendig? Ich meine, dann gucke ich doch lieber das rote Sofa. Na, das ist noch eine andere Frage. Es ist auch die Frage der Zeit, ob die Zeit so gut ist für Thomas Gottschalk, also die Uhrzeit. Miserabel natürlich. Ja, das ist noch ein extrem harter Sendeplatz. Ja, und, auf jeden Fall. Ja. Und also ganz schlecht aufgeteilt mit den ganzen Werbeunterbrechungen und dann hat er ja praktisch auf den Knien gelegen, ja. Dass wir morgen gucken, weil er einen kleinen Eisbär vorstellt, den wir nun auch schon seit Tagen sehen, den Bruder von Knut. Ja, genau, der soll morgen auch kommen. Also ich kann dem gar nichts abgewinnen, ich werde es noch ein bisschen verfolgen. Ich bin sicher, dass die Kollegen in Berlin noch heftig daran feilen werden. Ja. Das mit den Unterbrechungen ist wirklich ein bisschen unelegant gewesen heute. Ja, aber es war der erste Schuss heute. Ja. Da muss man großherzig sein und sagen... Nein, bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Nein, dazu ist er Entertainer genug. Ich frage mich, warum lässt er sich auf sowas ein? Auf eine halbe Stunde Vorabendprogramm im Ersten. Haben wir das nötig? Nein, haben wir nicht. Mensch, du bist aber hart drauf. Ja, ich bin knallhart. Das merke ich. Ja. Ich bin auch selber Journalistin gewesen. Ah, das... Gewesen.
Warst du bei Tageszeitung. Tageszeitung, also. Ja, ja, also da muss ich hier so fragen, wo du so eine profunde Kennerin der Medienwelt offensichtlich bist. Nein, das bin ich nicht. Na, egal, aber du normale Tageszeitung-Redakteurin, ja, Lokalredakteure, die auch über goldene Hochzeiten geschrieben hat und Neunjährige. Aber du bist eine kompetente Zuschauerin, das ist ja, auf jeden Fall zu hören. Ja. So, guck dir mal die, wir haben ja sehr, sehr viele große Talkshows im deutschen Fernsehen, im ZDF, in der ARD. Wen findest du da am besten? Bettina Böttinger. Bettina Böttinger, ja. Hier im dritten bei uns im Westdeutschen Rundfunk. Ja. Ja, sehr gute Wahl. Die ist am besten, die spricht mit allen Leuten, die in ihrem Kreis sitzen. Die hat nicht eine Viertelstunde für den einen und eine Viertel für den anderen. Die redet mit allen kreuz und quer. Ich finde das großartig, wie die Frau das macht. Finde ich super. Wobei ihr im Norden ja auch eine tolle Talkshow habt, mit die NDR-Talkshow zum Beispiel, oder 3 nach 9 ist auch gut. Ja, aber Herr Lorenzo ist auch nicht mehr das Wahre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Böttinger am besten. Und ich habe Böttinger zuletzt bei Ina gesehen, Inas Nacht. Mhm. Und da hat sich Bettina Böttinger so richtig mal geoutet, wie super geil die Frau ist und locker drauf. Also ich finde sie ganz großartig. Und da kann ich euch in Köln ein großes Kompliment machen. Also ich weiß, dass Bettina Böttinger oft unsere Sendung hört oder sieht. Vielleicht hat sie es jetzt gehört und sie freut sich über das große Kompliment. Ja, das wäre schön. Heide, danke für deine profunde Kritik. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. Also alles Liebe. Tschüss, ciao. Tschüss. Ja, also das war ja alles geschliffen. Klare Meinung von Heide. Und wir machen weiter mit Immanuel. Immanuel ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Heißt du wirklich so? Ja, das war außergewöhnlich. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern eine große Verehrung für Bach hatten. Mm-mm, gar nicht. Es sind auch keine Spanier, wie immer vermutet wird. Das ist einfach nur eine schöne Namensfindung. Ich schreibe mich auch nicht wie der Herr Kant mit 2 M, sondern nur mit 1. Kant wollte ich gerade sagen, gar nicht Bach. Kant wollte ich sagen, ja. Klar. Ja, ja. Ich hatte gerade gesagt, dass du eine Wissenslücke bei mir gefunden hast. Ich habe mit Bach jetzt auch nichts anfangen können. Nein. Aber ich wollte es gekonnt überspielen. Es gibt auch noch einen Sohn von Bach, der heißt Immanuel Bach, glaube ich. Aber Kant, ich meinte natürlich Kant. Aber daher kommt es nicht. Schön. Nein, hat damit gar nichts zu tun. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das Unglück der Costa Concordia. Mhm. Mhm. Und zwar finde ich, dass es dringend notwendig ist, auch wenn das jetzt relativ indirekt ist, aber es geht einfach um die Kreuzfahrtbranche im Allgemeinen, ja, mhm. Weil ich finde es wichtig, dass Leute einfach wissen sollten, wie es auf diesen Schiffen zugeht, ja. Und das ist auch die Erklärung, wie es zu so einem Unglück kommen kann. Weißt du das? Nein, ich weiß es, ich war ja nicht dabei bei dem Unglück. Nee, ich meine, weißt du, wie es auf den Schiffen zugeht? Ja, ich habe für AIDA gearbeitet. Mhm. Ich bin dort einen Vertrag lang gefahren, einen ziemlich langen DJ-Vertrag über 3 Monate. Mhm. Und bin dann, ja, 2 Wochen vor Vertragserfüllung, bin ich dann nach einer langen, langen Kette von ganz schlimmem, ja, man muss sagen, Psychoterror und den allgemeinen Zuständen, wie es dort zugeht, einfach abgestiegen. So, ja. nur haben wir gerade ein Problem. Ja. Du hast jetzt gerade die Linie genannt, AIDA. Ach so. Ich glaube, dass wir gar nicht weiterreden können, weil du jetzt wahrscheinlich sehr viel Negatives über AIDA sagen wirst und AIDA hat keine Möglichkeit, jetzt eine Gegenrede hier zu sprechen. Das tut mir sehr leid. Du hättest jetzt den Namen nicht nennen dürfen, deswegen möchte ich eigentlich... Ach so, das wusste ich nicht. Deswegen möchte ich das Gespräch ab... Aber sonst ist es nicht fair. Das können wir nicht machen. Da müssen wir jetzt irgendwie wieder einen Pressesprecher von AIDA organisieren, der dagegen redet. Das können wir leider nicht machen. Tut mir leid, das ist jetzt rausgerutscht. Okay, das hätte ich vorher wissen müssen, dann hätte ich das nicht gesagt. Ja, mein Lieber, tut mir leid, dann brechen wir einfach hier ab und ich vielleicht ein andermal zu einem anderen Thema. Okay. Ja, alles Gute. Tschüss, ciao. Ciao. Dann ist hier die Johanna. Johanna ist 26. Guten Morgen, Johanna. Ja, hallo. Johanna, um was geht's bei dir? Mein Hund ist heute eingeschläfert worden. Oh. Und ich bin fix und fertig. Wie alt ist denn der Hund geworden? Die ist knapp 14 geworden. 14 Jahre, das heißt... Ich habe länger mit dem Hund gelebt als ohne Hund. Mhm. Was war das für ein Hund? Ein Labrador-Retriever, also kurzes schwarzes Fell, also schwarzhaarig. Und einfach nur so ein süßer Hund. Ich meine, Eltern sagen das über ihre Kindern auch immer. Mhm. Über ihre Kinder, dass sie die Tollsten und die Schlausten und so sind. Aber die war halt Labrador, sind ja immer sehr bullig und...
so, und die war einfach nur ganz krank und schlank und die sah halt aus wie immer noch ein Baby, wenn man mit der spazieren gegangen ist und Leute nicht sofort gesehen haben, die also die grauen Haare gesehen haben, haben die auch immer noch gefragt, wie alt sie denn wäre, und die war einfach nur mein Baby und nicht mehr da. Also du hast ja deine ganze Jugendzeit damit mit dem Hund dann verbracht und bist hier mit dem Haus von meinen Eltern. Das ist jetzt, die haben mich gestern angerufen. Ich war am Samstag mit meinem Freund auf einer Fete und dann, also ich wohne nicht hier bei meinen Eltern mehr und wir haben gelegen und noch so voll Spaß gehabt und dann, ich hatte mein Handy auf lautlos und dann meinte mein Freund so, ah, guck mal, deine Eltern haben probiert, dich anzurufen. Habe ich zurückgerufen, das war so um 2:30 gestern und haben gesagt, ja, also es ist jetzt halt so weit, du musst jetzt dich entscheiden. Und am Donnerstag war es noch jetzt so, weil dann war irgendwas, ich habe mit meinem Papa telefoniert und dann meinte der nur so, ja, irgendwas wäre und dann mit dem Hund wäre es wieder ein bisschen schlimmer. War sie denn sehr krank? Nein, überhaupt nicht. Also die hatte vor 2 Jahren das erste Mal einen Schlaganfall und da hatten wir schon gedacht, oh Gott, jetzt ist vorbei und wie so. Wie ist das denn, wenn ich fragen darf, wenn ein Hund einen Schlaganfall bekommt, wie ist das? Ich war da im Urlaub mit meinem Freund auch und das habe ich nur dann auf Kreta erfahren, aber ich bin dann halt mit. Die hatte einen ganz schiefen Kopf, die konnte nicht mehr gerade gehen, die Zunge hing immer zur Seite raus und das war ganz fürchterlich anzusehen. Aber dann sind wir 2 Tage später mit der nach Holland gefahren, in Urlaub, und durch diesen Sand, durch diese Unebenheit, hat die irgendwie wieder angefangen zu lernen. Ach, das ist ja schön. Und hat sich erholt da wieder. Die hat 2 Jahre so gekämpft und die hatte aber jetzt immer wieder so Schlaganfälle und jetzt seit... meine Eltern haben gesagt, seit ungefähr Anfang der Woche jetzt war es einfach so weit, dass sie sich einfach nicht mehr erholen konnte. Ich bin halt gestern hier hingekommen und jetzt liege ich hier und hier ist kein Hund mehr und das will die so komisch an, weil die immer da war. Der Hund, das habe ich gerade gar nicht richtig kapiert, der lebt aber jetzt noch bei deinen Eltern? Nein, der hat bei meinen Eltern gelebt, aber ich bin... quasi jedes Wochenende, das ist eine halbe Stunde Zugfahrt. Achso, er wohnte, ich verstehe. Ja, und der liegt jetzt vor dem Garten und die Vorstellung, und es ist halt... Das heißt, du warst nicht dabei, als er eingeschläfert? Doch, ich bin halt ja gestern gekommen. Du warst mit bei dem Tierarzt auch? Nein, die haben die hier hinkommen lassen, die Tierärztin nach Hause, und dann ist sie hier im Wohnzimmer auf der Matte und ich liege jetzt hier auf dem Sofa, wo ich direkt den Blick darauf habe, wo der Hund immer vorgelegen hat. Die hat noch ein anderes Plätzchen, also in einem anderen Zimmer. Und die ist weg und überall sind... Also, das ist so... Das war mein Baby und die ist jetzt weg. Und dann war mein Papa auch nicht da, weil meine Eltern sind beide berufstätig. Und meine Mama hatte heute früher Schluss. Die ist dann um 11:30 wiedergekommen. Und ich habe die ganze Zeit im Bett gelegen, weil ich das alles nicht wahrhaben wollte. Ist der Hund denn dann in eurem Garten begraben? Ja, oder? Die liegt da jetzt. Wer hat denn das Grab geschaufelt? Mein Papa gestern, aber ich wollte das eigentlich machen, um quasi so einfach nur zu heulen und Frust abzubauen und so, aber das war halt schon gegraben. Und jetzt liegt sie da und diese Vorstellung auch, weil es regnet und es ist kalt. Und die war süß. Du hast sie mit in das Grab gelegt? Nein, das konnte ich nicht. Ich war auch nicht dabei, als sie eingeschläfert wurde. Als die Tierärztin gekommen ist, die hatte heute nämlich richtigen Terminstress und da meinte sie, die Sprechstundenhilfe auch am Telefon nur. Also weil eigentlich war es so, dass meine Mama das halt machen wollte mit meinem Papa zusammen, dass die dann hier sind. Und ich habe gesagt, ich will nicht dabei sein. Ich wäre dann oben in meinem Zimmer, also in meinem Zimmer gewesen. Und dann war es so, dann kam ich jetzt, es klingelte und ich habe so geheult, ich habe so laut geschluckt, einfach nur, und bin nach oben gegangen. Und nach 5 Minuten fand ich wieder weg. Dann war das so vorbei und das ist alles so krass. Nun kann man ja sagen, das Tier ist 14 Jahre alt geworden. Ja, ich hatte auch die schönste Zeit meines Lebens mit der. Ich würde sagen, du hast eine sehr, sehr, genau, du nimmst das Wort aus dem Mund, du hast eine sehr schöne Zeit mit dem Tier gehabt, worüber man sich ja auch freuen sollte. Ja. Das verstärkt natürlich die Traurigkeit, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Aber es ist ja nun mal so, dass Hunde nicht sehr viel älter werden und dass man das dann auch akzeptieren muss. Ich weiß, das ist natürlich, wenn man traurig ist, egal, wenn man wen oder was man auch immer verliert, kann man das so leicht sagen, aber man muss sich dann das ja vielleicht auch vor Augen führen. Das ist der Lauf der Welt, der Lauf der Dinge. Das Tier hat ein schönes Leben bei euch gehabt.
hatte sie auch. Ja, das ist ja was ganz Schönes. Und das Tier hat gemerkt, wie sehr du und wahrscheinlich deine Familie auch sie geliebt hat. Und jetzt war der Hund zu krank. Man hätte ihn wahrscheinlich nur noch gequält, wenn man ihn noch... Das weiß man ja auch irgendwie alles. Aber das ist trotzdem irgendwie so krass, weil das ist... Das ist mein Baby einfach. Mhm. Und ich habe da gerade an der Stelle gesessen, weil die halt in den letzten Jahren oder schon öfter immer nur in der Küche geschlafen hat, weil da haben wir die Tür zugemacht, falls sie mal so, ja, was von sich gibt so. Mhm. Und ich habe da gerade, weil es sind überall noch die Spuren von der. Und ich finde es halt jetzt auch schlimm, wenn man das jetzt alles sofort beseitigen würde, weil das Körbchen steht hier noch, aber die andere Schlafstelle nicht mehr, weil das war irgendwie zu krass, weil die da drauf halt ja auch eingeschläfert worden ist. Aber das war heute auch erst und das ist so, so krass. Und ja, vielleicht sollte ihr über kurz erlangen doch dann die Sachen wegtun, damit der Abschied auch dann wirklich... Also, ich fahre morgen wieder zu mir nach Hause. Und aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, dann bist du in einer anderen Umgebung. Ja, meine Eltern sind ja noch hier. Meine Mama hat auch heute noch gesagt, ja, was macht die denn dann jetzt jeden Nachmittag, wenn die dann nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen kann? Das ist so krass, so eine Umstellung. Das ist ein Familienmitglied gewesen. Also, mein Bruder wohnt seit 3 Jahren nicht mehr ungefähr hier, weil der Medizin in Rostock studiert. Ich habe den halt gestern angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt? Ich habe so geheult und dann. So, Johanna, ich glaube, dass das sehr traurig ist. Ich habe noch keinen Hund verloren, aber ich erahne, wie das ist, wenn man so lange mit so einem Tier verbunden ist. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich glaube, dass es gut ist, wenn du dann wieder in deine Umgebung kommst, dann wirst du Abstand gewinnen und versuch dir doch einfach gegen diese Trauer auch dieses Schöne zu halten, dass du sie gehabt hast, dass sie ein gutes Leben hatte, dass ihr viel Spaß miteinander erlebt habt. Das mildert sicherlich auch noch die Traurigkeit etwas. Aber im Moment ist es natürlich klar, dass du ganz, ganz durch den Wind bist. Das ist mir völlig klar. Ich wünsche dir, dass du jetzt mal erstmal gut durch die Nacht kommst. Das ist ja dann und dann in deiner Umgebung doch einen ganz guten neuen Start dann wieder hinlegst. Alles ja, Liebe. Mal gucken, danke schön. Von Herzen. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 1.36 Uhr, ihr Lieben, haben wir. An dieser Stelle möchte ich euch gerne noch einladen, über diese Sendung euch zu äußern oder mitzumachen. Nämlich zum Beispiel bei Twitter. Da findet ihr uns unter Hashtag Domian. Wird kräftig immer diskutiert während der Sendung. Finden wir alle gut und interessant und sehr gerne auch bei Facebook. Da könnt ihr meine Fanseite adden, nämlich facebook.com/domian.jürgen. Das ist so ein Gefällt mir-Button und da müsst ihr Gefällt mir anklicken und dann seid ihr da. Das machen mittlerweile sehr, sehr viele Leute und ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich das interessant finde. Es gibt auch manchmal Äußerungen, die ich da nicht gerne sehen würde oder über die wir uns schon ärgern. Aber es gibt sehr, sehr viele und sehr kompetente Menschen, die da schreiben und ihre Meinung äußern. Und wir finden das immer interessant, so eine Rückmeldung zu bekommen. Twitter, Hashtag Domian und Facebook, facebook.com/domian.jürgen. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Jessica. Jessica ist 25. Hallo Jessica. Hallo. Jessica, um was geht's bei dir? Und zwar geht es darum, dass ich seit circa einem halben Jahr einen Burnout habe. Ich habe Sie verstanden. Dass ich seit circa einem halben Jahr einen Burnout habe. Ja. Nicht mehr wirklich das Haus verlassen kann, ohne Tabletten zu nehmen und ja, meine... Ich sag's mal gleich zwischendurch, das ist ja absolut irre. Burnout heißt, das ist ja so ein Modewort, das heißt einen komplexen Erschöpfungszustand zu haben. Genau. Dass jemand mit 25 Jahren, du bist 25 Jahre, das schon hat, ist wahnsinnig und sagt ganz viel über unsere Gesellschaft und unsere Welt aus. Richtig. Was hast du bisher beruflich gemacht oder warum glaubst du, dass du so eine Erschöpfung... Das hat nicht mal mit dem Beruflichen zu tun, das hat mehr mit dem Privatleben zu tun. Also auf Arbeit hat immer alles hingehauen und war alles gut. Und da ging es mir auch gut. Es hat halt mehr mit dem Privaten zu tun. Was ist da passiert im Privaten? Das war die letzten Jahre einfach alles zu viel. Das ist eine geplatzte Hochzeit. Deine geplatzte Hochzeit? Richtig. Mhm. Richtig. Wie kurz vor der Hochzeit geplatzt? Ein halbes Jahr. Mhm. Aber Brautkleid hängt im Schrank und
alles so eine Späße. Dann habe ich einen verdammt guten Freund verloren vor 7 Jahren. Mhm. Dessen bester Freund war auch mein bester Freund. Und der hat dann ganz schön zu nagen gehabt. Den musste ich auch vom Selbstmord bewahren. Hab's auch erfolgreich geschafft. Er hat die Probleme nicht wirklich verarbeitet. Dann hat er einen Gehirntumor gekriegt. Dann ist sein Vater noch gestorben. Seine Mutter ist zusammengeklappt mit einem Herzinfarkt. Und ich war halt immer da. Und meine Freunde wissen, dass sie jederzeit auf mich zählen können. Und das war einfach eine Überbelastung der Psyche. Jetzt hast du es seit einem halben Jahr, sagst du? Ja, bewusst. Sag ich mal so. Wie äußert sich das jetzt in deinem normalen Leben? Es äußert sich so, dass ich halt nicht mehr wirklich das Haus verlassen kann, weil ich, wenn ich ungewohnte Situationen habe, fremde Menschen oder nicht weiß, was passiert, ich sofort auf Toilette muss. Ach. Ja. Du musst dann Pipi machen, oder? Nein, ich muss... Ach, Durchfall dann? Oder ja, sowas? Genau. Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, die Psyche und der Körper arbeiten zusammen. Und wenn man die Warnsignale von der Psyche halt nicht mitkriegt bzw. wahrnimmt, meldet sich irgendwann der Körper. Und im Krankenhaus haben sie auch zu mir gesagt, ich bin ganz knapp an einem Herzinfarkt vorbeigeschrabt. Das heißt, du verbringst die Tage fast nur in deiner Wohnung? Richtig, genau. Heißt fast, dass du doch schon mal ab und zu mal rausgehst? Irgendwie ja, ich hab ein Hobby, Eishockey. Da nehme ich aber auch vorher Tabletten. Weil da kommst du ja nur auch mit vielen Menschen zusammen. Ja, aber das ist die gewohnte Situation und das sind immer dieselben Leute, die neben mir stehen. Dennoch musst du Tabletten nehmen. Richtig. Was? Ich muss die Darmmuskulatur lahmlegen. Ach, das ist ja krass. Das heißt, selbst wenn du, obwohl die Situation bekannt ist beim Eishockeyspielen, müsstest du zur Toilette, weil du so gestresst bist. Na, ich hatte das jetzt zum Beispiel Sonntag, war wieder ein Spiel und da standen halt fremde Leute um mich rum. Beim Spiel ging es noch, aber danach bin ich sofort nach Hause und bin sofort wieder auf Toilette gerannt. Wie wäre das denn dann, wenn du jetzt da, wenn du länger jetzt unter Menschen wärst? Man kann ja nicht ständig auf Toilette gehen, irgendwann ist da nichts mehr drin. Doch, da kommt. Da kommt? Ja. Machst du denn dann viel, wenn du auf die Toilette musst, oder ist das immer nur ein bisschen? Na, es läuft wie Wasser. Es läuft wie Wasser? Ja, das ist eigentlich nur Wasser. Das Problem ist, dass es halt, das finde ich als Problem, dass es halt die Gesellschaft nicht wirklich anerkennt. Und es gibt auch ziemlich wenig Leute in meinem Umfeld, die es verstehen. Die wissen, was da los ist und die halt hinter mir stehen und sagen, ja, alles das klar. Ist mit diesem Burnout immer so eine Sache. Es gibt sicher viele Leute, die sagen, die sollen sich mal nicht so anstellen. Genau. Wir haben auch ein schweres Leben und haben auch Stress und wir schaffen das auch und die sind dann gleich am Jammern. Genau. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Andererseits sind das ja richtig teilweise schwer kranke Menschen, seelisch und auch körperlich. Das bedingt ja einander. Also gibt es da eine klare Verbindung zwischen deiner Seele, deiner Psyche und dem Darm? Richtig. Der Darm wird sofort aktiviert und gerät in Stress, wenn du unter Menschen kommst. Genau, richtig. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, und das mit 25, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das hast du überhaupt nicht, wenn du still für dich zu Hause alleine bist? Richtig. Wenn ich zu Hause bin, ist alles in Ordnung. Stresst dich jetzt so ein Gespräch auch, was wir hier führen? Nein, das geht, aber ich hatte jetzt im Dezember Geburtstag, da war nur meine Familie da, also Oma, Opa, Tante und so. Und ich habe wirklich mit meinen Gästen, die ich eingeladen habe, über SMS Kontakt gehalten, weil die saßen im Wohnzimmer und ich saß auf Toilette. Ach. Das heißt, die wissen das alle? Ja. Warum hast du sie überhaupt alle kommen lassen dann? Wie bitte? Ich sag, warum hast du sie überhaupt alle eingeladen und kommen lassen in deinen Wohnzimmer? Das war der 25. und da dachte ich, alles klar, muss ja mal sein. Das ist ja verrückt, da sitzen die im Wohnzimmer und trinken Kaffee und essen Kuchen und Torte und du sitzt auf dem Klo und kommunizierst mit denen per SMS. Ja. Ich gehe davon aus, dass du keinen Freund hast. Nein. Richtig. Gibt es sonst noch somatische Äußerungen, also körperliche Äußerungen? Das ist schon schlimm genug mit dem Darm. Na, wenn ich jetzt, also ich nehme jetzt seit einer Zeit lang auch Schlaftabletten, weil ich immer mit Depressionen einschlafe, weil man sich halt Gedanken macht, ne?
von einem Tag auf den anderen sozusagen entgleitet einem alles. Mhm. Ich habe meine Arbeit verloren, dann verstehen es halt viele Leute nicht und ja, man muss trotzdem stark sein, um das halt nicht jedem zu zeigen und jedem zu sagen, du pass auf, ich bin krank. Mhm. Weil ich bin auch nicht so ein Mensch, der Mitleid will oder der sagt, oh, du arme Jessi oder wie auch immer. Was hast denn du beruflich gemacht vorher? Verkäuferin für Telekommunikation. Ja. So, nun ist das ja, sind das doch schon ziemlich krasse auch Befunde, die man bei dir attestieren kann. Bist du in einer guten Behandlung? Ich habe noch keinen Termin. Mein erster Termin ist am 31.01. Na gut, da das wartet ist nicht... man halt Ewigkeiten drauf. Ja, aber immerhin, das ist nächste Woche. Ja gut, aber trotzdem nervt es einen. Ne? Natürlich, natürlich. Was ist das für ein Termin? Wo, bei wem bist du da? Bei einer Psychologin. Beim Psychologen? Mhm. Ja. Die auch gesagt hat, das wird wohl länger dauern, aber vielleicht kriegen wir es hin. Dann habe ich zu ihr gesagt, sollten wir das bis nächstes Jahr nicht hinkriegen, werde ich mir einen Strick nehmen. Weil das ist kein Leben und so möchte ich auch nicht weiterleben. Und nee. Also du hattest mit der schon ein persönliches Gespräch? Genau. Mhm. Ja, am Telefon, ich habe sie angerufen. Ach, am Telefon war das. Mhm. Mhm. Und was hattest du für einen Eindruck? Ja, ist die vertraut mit solchen Sachen? Hast du so einen Eindruck gehabt? Sie hat mir auf jeden Fall zugehört. Mhm. Und das hat schon mal geholfen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was man in diesem Moment braucht. Ne? Natürlich. Natürlich muss sie zunächst zuhören, klar. Aber wenn es dann muss auch dann was dabei rumkommen. Dann, wenn es in die Therapie geht, muss ja auch noch mehr als zuhören angesagt sein. Richtig. Vielleicht... Gut, das musst du jetzt erstmal ausprobieren. Das ist die erste große Chance. Vielleicht ist das eine gute Therapeutin und du hast einen guten Draht zu der, dann könnte es vorangehen. Wenn es nicht gut vorangeht, würde ich an deiner Stelle vorschlagen, auch ihr vorschlagen, dass sie das vielleicht mit in die Wege leiten sollte, dass du in eine Klinik gehst. Nee. Nee, das nicht. Nee, das geht nicht. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor 5 oder 6 Jahre ist es jetzt her, da hatte ich, hatte ich eine Essstörung, da habe ich mich runtergemagert auf 45 Kilo und wurde dann auch in eine geschlossene Anstalt gesteckt, hört sich krass an, ist aber so, und so krank fühle ich mich nicht, also ja. Man muss es ja halt immer selber einsehen, ne? Und mir wird auch gesagt, dass es schon ein großer Schritt ist, darüber zu reden, den Schritt mache ich jetzt auch, weil ich mich sozusagen auch selber mittherapieren will. Mhm. Na gut. Aber in der Klinik mit lauter kranken Menschen, also okay, jetzt würde mich wahrscheinlich noch mehr runterziehen. Vielleicht. Auf jeden Fall gehst du jetzt erstmal zu der Psychologin nächste Woche und dann hoffen wir, dass das eine Wirkung hat und dass die dir helfen kann, denn es muss ja was geschehen. Wie du selbst sagst, ein Jahr gibst du dir für die Therapie, es muss irgendwas passieren, weil du so nicht leben möchtest. Richtig. Mhm. Ja, man verliert den Lebensmut, weil wie gesagt, es gibt kaum Leute, die es verstehen. Außer halt eine Freundin von mir, die ist halt immer da, egal wann ich sie anrufen wollen würde. Mhm. Aber sonst ja, kriegt man so eine Sprüche an den Kopf geknallt, wieso gehst du denn nicht arbeiten? Und zum Eishockey kannst du gehen, aber du kannst nicht arbeiten. Ja, ja, genau, solche Sprüche kommen dann. Ich hab's auch probiert mit dem Arbeiten. Ich bin dann mit der S-Bahn gefahren und das war halt Stress für mich. Mhm. Und ich hab's dann nicht mehr geschafft. Mhm. Also es ging nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf Arbeit gekommen. Ja. Hattest du eigentlich, kurz bevor das so anfing, so schlimm wurde, hattest du da einen Freund? Ja. Und warum hast du ihn jetzt nicht mehr? Na, weil er sich dann, weil er dann kalte Füße gekriegt hat und gesagt hat, alles klar, ich gehe. Ah, also vor der Hochzeit. Ach so, das war diese Hochzeitsgeschichte. Genau. Ach so, also ich dachte, danach hätte es nochmal neuen. Nein, das nicht mehr. Mhm. Ja, das sind halt auch viele Beziehungen, denke ich mal, die gescheitert sind. Und ich muss sagen, ich habe mit meinen 25 Jahren schon viel erlebt und das prägt halt. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das glaube ich, das glaube ich. Also, ja, es gibt Leute, die mit Anfang 20 schon mehr erlebt haben als manch ein 40- oder 50-Jähriger. Ja, das genau. Ist so. Die dann auch reifer sind, aber eben auch ausgelaugter sind als die Gleichaltrigen. Jessica. Ja, man wird älter. Ja, ja. Aber du hast darüber sehr gut gesprochen, finde ich, und sehr eindrucksvoll gesprochen.
Und jetzt hast du einen Termin bei einer Psychologin, bei einer Therapeutin. Ich wünsche dir richtig viel Erfolg und gutes Gelingen nächste Woche und dann die nächsten Wochen weiterhin, dass du da wieder rauskommst. Das ist ja wirklich, wirklich schlimm. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.49 Uhr. Uli? Ja. Hallo Uli, 43. Ja. Ja, wo bist du denn? Ich bin auf der Autobahn Richtung Hodenhagen. Richtung Hodenhagen. Richtung Hodenhagen, hört sich komisch an, ja. Ich hoffe, du sprichst mit einer Freisprechanlage. Auf jeden Fall, also ja. Ein Headset. Ja, bist du im LKW unterwegs? Ganz genau. Ja, weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich deswegen an, ich hätte gerne von meiner noch oder Ex-Frau einen Vaterschaftstest über meinen 9-jährigen Sohn. Mhm. Du hast Bedenken, dass es nicht dein Sohn ist? Tja, sagen wir mal so, ich habe die Bedenken noch nicht mal so genau. Eher meine Familie bzw. auch meine jetzige Lebensgefährtin. Mhm. Und das, Die jetzige Lebensgefährtin hauptsächlich hat die Bedenken, das ist gar nicht dein Sohn. Warum hat die Bedenken? Ja, weil, genau wie meine Familie auch, meine Mutter, meine Schwester, weil er mir überhaupt nicht ähnlich sieht und weil ich ihnen auch eine Geschichte erzählt habe, die sich zu dem Zeugungstermin dargestellt hat, dass sie auch mit einem anderen Mann was hatte. Wie lange bist du denn von der Mutter deines Sohnes schon getrennt? Seit Oktober 2010. Ach so, noch gar nicht so lange. Nee. Das heißt, der Junge ist ganz normal in eurer Beziehung dann aufgewachsen. Ja, ganz genau. Also für mich ist es mein Sohn. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn dein Verhältnis zu dem Jungen? Ja, wie gesagt, es ist für mich mein Sohn und ich empfinde auch so für ihn und ja. Darf ich dann, was würde das denn für dich ändern, wenn da jetzt ein Test gemacht würde und nehmen wir mal an, es käme dabei rum, er ist nicht dein Sohn? Also ich denke mal schon, dass sich was ändern würde. Was denn? Ja, ich bräuchte keinen Unterhalt mehr bezahlen, das wäre die eine Sache, aber das wäre jetzt noch nicht mal das Gravierende. Was wäre denn gravierend? Gravierend wäre, dass man mich halt eben angelogen hätte. Was würde sich denn in dem Verhältnis zu deinem Sohn verändern? Nichts. Mhm. Also ich würde genauso weiterhin den Kontakt haben wollen, wie ich ihn, sagen wir mal, bis vor 2-3 Monaten hätte auch gehabt. Also geht es hier nicht um den Sohn, es geht um die Frau. Um deine Ex-Freundin. Ex-Frau. Ex-Frau, ja, es geht um die Ex-Frau. Ja. Genau. Mhm. Ja, und ja, ich weiß nicht, also für mich dieser Vertrauensmissbrauch, weil sie hat damals gesagt, ja, dann lass mal einen Vaterschaftstest machen und ich habe gesagt, nein. Mhm. Und für mich bist du mit mir zusammen, das ist für mich mein Kind. Ach so, das wurde damals schon mal besprochen mit dem Vaterschaftstest. Ja, da sagt sie zu mir, du kannst ja einen Vaterschaftstest machen, sag ich, nein, warum? Ich bin mit dir zusammen, ich liebe dich und so nach dem Motto, ja, ich war so halt eben so dumm und hab halt eben nicht drauf bestanden oder ich wollte ihn nicht. Und, aber du hattest damals schon so deine Bedenken. Ja, irgendwo schon, ja. Weißt du, was ich so gerade spontan denke, ich denke, wenn du damals das nicht hast machen lassen, dann sollte man es auch auf sich beruhen lassen. Zumal der Impuls ja jetzt nicht von dir auskommt, sondern von deiner neuen Lebensgefährtin und von deiner Familie. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass sich vielleicht doch das Verhältnis zu diesem Kind verändern könnte. Nee, und das nein. Darf auf keinen Fall und niemals passieren. Nein, also es ist für mich mein Sohn. Mhm. Ja. Nur ich versuche mir jetzt mit meiner Lebensgefährtin, mit meiner jetzigen, ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Und ich weiß ganz genau, wenn sie wüsste, dass es mein Kind ist, genauso wie meine Familie auch, ja, sie würden alles für mein Kind tun. Ja, aber das sollten sie eigentlich jetzt auch tun. Finde ich.
Hallo? Also die diskriminieren ihn nicht. Also ja, aber offensichtlich sind der Junge ist ja schon 10 Jahre ist ja alt, ne, sagst du? 9 Jahre. Gut. Ja. Dann haben die 9 Jahre auch deine Familie den Jungen nicht richtig, so ganz richtig akzeptiert? Doch, doch. Nein, es geht jetzt aber im Prinzip darum, ich habe jetzt einfach nur mal meine Ex-Frau oder Noch-Frau angesprochen, weil wir leben gerade in Trennung, oder Scheidung. Und ich habe sie gefragt jetzt, wie sieht es aus mit einem privaten Vaterschaftstest? Was sagt sie? Einfach. Und dann sagt sie, nö, sehe ich nicht ein. Warum? Kannst du aber Gericht machen. So, gerichtlich habe ich keine Handhabe, sagt mir die Rechtsanwältin. So, und jetzt werde ich irgendwo ein bisschen auch stutzig, so nach dem Motto, ja, warum? Damals wolltest du es, jetzt willst du es nicht mehr. Warum? Ja, das kann natürlich auch jetzt damit zusammenhängen, ich weiß nicht, was ihr da für einen Ehekrieg führt und dass es auch eine Bockigkeit von mir ist. Also ich weiß nicht, ich habe dabei ein ungutes Gefühl. Ich finde, das ist 10 Jahre jetzt so gelaufen, nun soll es dann auch weiter so laufen. Aber... ja, nur, wie gesagt, ich versuche mit meiner jetzigen Partnerin auch eine Beziehung aufzubauen. Es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Gut, ich bin LKW-Fahrer, ich verdiene etwas, aber ich habe auch in der Beziehung sehr viel Schulden angehäuft durch meine Ex-Frau. Ja, so, und die sieht immer auf das Materielle aus und ich denke mal ganz einfach, sie will jetzt den Unterhalt weiter kassieren für meinen Sohn. Das so, heißt, wenn du wüsstest, das ist nicht dein Sohn, würdest du nichts mehr zahlen? Nein, ich würde nichts mehr zahlen, aber ich würde trotzdem mit meinem Sohn, also meinem Sohn in Anführungszeichen dann, immer noch weiter in Kontakt hegen wollen. Wobei, wenn du nichts mehr zahlst, das auch eventuell zum Nachteil kommen könnte für deinen Sohn. Von meiner Seite aus nicht. Nee, aber für den Sohn. Dann wäre ja kein Geld mehr da für den Sohn. Naja, wie auch immer. Ja gut, aber das könnte sie sich ja dann vom Amt wiederholen oder was weiß ich was nicht. Aber warum soll ich für ein Kind bezahlen, was nicht meins ist? Vielleicht, weil du dich so sehr vertraut gemacht hast schon mit dem Jungen jetzt seit 9 Jahren. Du merkst, dass ich gebremst bin. Du merkst, dass ich denke, wenn, dann hättest du es damals machen lassen müssen. Und jetzt sind die Karten... Ja, klar. Das ist das, was das Gesetz auch sagt. Dann kommt auch wieder hinzu, welche Unruhe man in das Leben des Kindes bringt, wenn da jetzt ein Test gemacht wird und du plötzlich nicht mehr sein Vater bist. Ich möchte da jetzt mal nicht so schnell und vorerst drüber urteilen. Ich möchte, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen und im Hintergrund doch nochmal in Ruhe darüber sprechen. Einverstanden? Ja, auf jeden Fall. Gut, sehr gerne, Uli. Leg du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier habe ich noch die Dagmar. Und Dagmar ist 69. Hallo, Dagmar. Hallo? Ja, hallo, Domian. Ja, Dagmar, hallo. Ja, ich möchte mich zum Thema Gottschalk äußern. Gerne. Eigentlich ist eigentlich fast alles schon gesagt worden heute von der Vorgängerin von mir. Weil ich finde erstmal die Sendezeit sehr schlecht. Und dann muss ich sagen, das ganze Format, das haben wir doch schon reichlichst. Also auch eine Kritikerin bist du? Absolut. Ich bin aber sonst eine absolute Befürworterin. Ich finde Thomas Gottschalk eines der besten Entertainer, die wir überhaupt haben. Und dass er sich so ein Format ihr da zugesagt hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und natürlich der Anfang, gleich Heidi Klum dann auf der Mattscheibe zu haben, irgendwie vom Gespräch her, das habe ich ja voll daneben gefunden. Ja. Glaubst du, dass die Sendung eine Entwicklungsmöglichkeit hat, dass man dass die Redaktion und die Kollegen, die dahinter stehen, da noch was draus machen können? Selbstverständlich kann man immer was draus machen, aber ich gebe dem Format an für sich. Nein, kein Bestehen. Wie wäre es denn für dich interessant? Wie könnte so die Sendung aussehen, dass du sagst, ja, gucke ich auch gerne? Ich würde sagen, Thomas Gottschalk, was du hier heute auch schon gesagt hast, dem fehlt Publikum. Ja, das finde ich auch. Ich kann eigentlich alles, was du gesagt hast und die eine Frau zum Beispiel, wir haben die tolle Bettina, muss ich sagen. Wir haben die NDR3-Talkshow und muss sagen, wir haben den Markus Lanz. Wir haben gute Leute. Ich finde es wirklich auf dem Niveau von RTL. Ja, ich meine, also, das haben im ersten Programm. Bin mal gespannt. Dass sich der Thomas Gottschalk so sowas hergibt, das braucht man nicht.
Also ich würde sagen, wir gucken uns das mal diese Woche noch an. Ja. Und dann kann man natürlich noch fundierter diskutieren, als wenn man nur eine Sendung gesehen hat. Ist richtig, ja, aber ich gebe die Sendung. Nee. Ich mag schon, du bist sehr kritisch. Und sehr skeptisch. Absolut. Ja. Den aber nicht zu vergessen, absolute Fan von Thomas Gottschalk. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Das habe ich schon registriert. Ja, auf jeden Fall. Dagmar, unsere Sendezeit ist gleich rum. Gut. Danke für deinen Anruf. Ja, und tschüss. Die Übungssendung von dir natürlich super ist. Natürlich hast du oft genug gehört, gell? Dankeschön, sehr nett von dir. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freie Themennacht auch morgen wieder ab 0 Uhr. Könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.